Ein herzliches Gut Kick in die Runde und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um die 10 besten noch aktiven Torjäger der Welt. Auf Platz 10 haben wir den Ex-Schalke und Ex-Real Madrid-Spieler Klaas-Jan Huntelaar. Klaas-Jan Huntelaar spielte in seiner Karriere Stand heute insgesamt 581 Fußballspiele und schoss dabei 332 Profitore. 60 Tore davon waren für die niederländische Fußballnationalmannschaft, für die er häufig eingesetzt wurde. Die meisten Pflichtspieltore schoss der Niederländer für den aktuell deutschen Zweitligist FC Schalke 04. Für die Königsblauen schoss er in 175 Pflichtspiele insgesamt 82 Pflichtspieltore. Aktuell steht der 37-Jährige bis Juni 2021 bei Ajax Amsterdam unter Vertrag. Auf Platz 9 haben wir den 35-jährigen Stürmer Badr Al-Mutawa aus Kuwait. Badr Al-Mutawa schoss in seiner gesamten Karriere insgesamt 346 Pflichtspieltore in 60 Spiele. 56 davon schoss der Spieler für die kuwaitische Fußballnationalmannschaft, für die er 178 Mal auflaufen durfte. Die meisten Pflichtspieltore schoss der 35-Jährige für den kuwaitischen Rekordmeister Al-Qadsiyah Kuwait, für die er 277 Mal netzte. Heute spielt Badr Al-Mutawa immer noch für Al-Qadsiyah Kuwait, wo er auch zum weltbesten Torschützen im Jahre 2010 gewählt wurde. Platz 8: Magno Alves. Auf Platz 8 haben wir den ersten Brasilianer hier auf der Liste. Magno Alves ist ein 44-jähriger Fußballer, der aktuell beim brasilianischen Erstligist Ceará SC spielt. In seiner bis heute noch aktiven Fußballkarriere schoss er insgesamt 377 Tore in 840 Spiele, Pflichtspiele. Auf Platz 7 haben wir den Uruguayer Sebastián Abreu, auch bekannt unter dem Spitznamen Loco Abreu. Sebastián Abreu schoss in seiner gesamten Karriere insgesamt 382 Pflichtspieltore in 615 Pflichtspiele. Und das für insgesamt 29 verschiedene Fußballmannschaften. Damit hält der 44-jährige Uruguayer den Rekord für die meisten Karrierestationen eines Fußballspielers. Für die uruguayische Fußballnationalmannschaft stand Loco Abreu 70 Mal auf dem Platz und schoss dabei 26 Länderspieltore. Aktuell spielt Abreu seit 2019 beim uruguayischen Erstligist Boston River. Auf Platz 6 haben wir den mehrmaligen Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski. Robert Lewandowski traf in seiner aktuellen Karriere 385 Pflichtspieltore. Die meisten Tore schoss Robert Lewandowski für den Trippelsieger und Rekordmeister FC Bayern München. Für die polnische Fußballnationalmannschaft machte der aktuelle Bayern-Stürmer 63 Länderspieltore. Auf Platz 5 Luis Suarez. Auf Platz 5 haben wir den Ex-Barca-Spieler und Uruguayer Luis Suarez. In seiner Karriere machte Luis Suarez 597 Spiele und machte dabei 386 Pflichtspieltore. Damit hat Luis Suarez ein Tor mehr als auf Platz 6 Robert Lewandowski mit seinen 385 Toren. Aktuell spielt Luis Suarez in der ersten Liga von Spanien bei Atletico Madrid, für die er schon in 4 Spielen 8 Tore schoss. Die meisten Tore schoss Suarez allerdings beim FC Barcelona, wo er 147 Tore machte. Für die uruguayische Fußballnationalmannschaft machte Luis Suarez 64 Länderspieltore. Platz 4 Ali Ashfaq. Auf Platz 4 haben wir Ali Ashfaq aus den Malediven. Ali Ashfaq ist ein 35-jähriger Fußballer, der aktuell beim maledivischen Fußballclub Club Valencia unter Vertrag steht. Der Fußballer mit dem sehr, sehr, sehr lustigen und zweideutigen Namen, den nur Zwölfjährige lustig finden. Wenn du gelacht hast über den Namen, bist du höchstwahrscheinlich 12 und lachst beim Sexualkundeunterricht. Aber wir reden jetzt nicht über Sexualunterricht, sondern es geht um Ali Ashfaq. Ali Ashfaq machte in 541 Fußballspiele, also Fußballpflichtspiele,
464 Pflichtspieltore. Damit gehört er zu den besten asiatischen Torschützen der Welt. Mit 87 Länderspiele und 55 Länderspieltore ist Ali Ashfaq Rekordtorschütze seines Landes. Die meisten Tore macht er allerdings beim Club Valencia. Dort spielte er 109 Spiele und machte dabei 104 Pflichtspieltore. Schon eine krasse Anzahl. Auf Platz 3 Zlatan Ibrahimovic. Auf Platz 3 haben wir den 39-jährigen Fußballgott Zlatan Ibrahimovic. Zlatan machte in seiner Karriere 924 Pflichtspiele und machte dabei 548 Pflichtspieltore. Damit gehört er zu den 30 Spielern, die es jemals geschafft haben, über 500 Tore in der Karriere zu schießen. Aktuell ist Zlatan mit AC Milan Tabellenführer in der Serie A. Auf Platz 2 Lionel Messi. Auf Platz 2 haben wir den fünfmaligen Weltfußballer Lionel Messi. Lionel Messi ist ein argentinischer Fußballer und steht beim FC Barcelona unter Vertrag. Der amtierende Weltfußballer macht in seiner Karriere 913 Fußballpflichtspiele und machte dabei 726 Karriere-Tore. Mit 71 A-Mannschaft-Länderspiel-Tore ist Messi Rekordtorschütze für die argentinische Nationalmannschaft. Auch mit 448 Toren ist auch Rekordtorschütze beim FC Barcelona. Auf Platz 1 Cristiano Ronaldo. Auf Platz 1 ist Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ist viermaliger Weltfußballer und Portugiese. In seiner Karriere machte Cristiano Ronaldo über 1000 Fußballspiele und machte dabei 743 Tore in seiner Karriere. Damit ist Ronaldo auf Platz 5 der besten Torschützen in der Profifußballgeschichte. Für Portugal machte CR7 über 100 Länderspieltore, was vor ihm nur der Iraner Ali Daei schaffte. Aktuell spielt Cristiano beim italienischen Topclub Juventus Turin, wo er immer noch sehr, sehr viele zahlreiche Tore macht. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, teilt es mit euren Fußballfreunden. Also, haut rein und ja. Pelé hat nie 1000 Tore geschossen. Die meisten Tore schoss Suarez allerdings beim FC Bayern München.